Hallo ihr Lieben, ich wurde von der Bücherkatz getaggt und zwar ist es der Bücherfieber-Tag und der beinhaltet 11 Fragen rund über das Thema Bücher. Und vielleicht seht ihr, dass mein Bücherregal auch ein bisschen, nein, das, ihr seht es nicht. Es ist, auf jeden Fall habe ich mal Bücher rausgenommen und es ist ein bisschen leerer als sonst. Bla bla. Okay, dann fange ich auch gleich mal an. Erste Frage, in welcher Bücherwelt würdest du gerne leben, nicht als Protagonist? Da habe ich mir ausgesucht City of Bones. Ja, das ist nicht meine eigene Ausgabe, das ist die Ausgabe, die ich verlost habe. Heute ist Sonntagmorgen, gehe ich zur Post. Und ja, City of Bones. Ja, in dieser Bücherwelt würde ich unheimlich gerne leben als Schattenjäger oder was auch immer. Also es ist so vielfältig. Man kann da quasi alles sein. Also ein Vampir, Werwolf, Hexe. Kann man eine Hexe sein? Man kann ein Zauberer sein, man kann alles sein. Und das ist so vielfältig und deswegen würde ich da wirklich gerne leben. Zweite Frage, mit welchem Protagonisten eines Buches würdest du gerne tauschen? Ja, da habe ich mir jetzt erstmal meine Bücher durchgeguckt und ich muss bei jedem ein bisschen nachdenken und ich kam immer zu dem Schluss, ja scheiße, wenn du da wohnst, dann stirbst du, weil überall Krieg ist oder Monster oder was weiß ich und ich würde einfach in jeder Bücherwelt sterben und weil ich mich nicht selber verteidigen kann, weil ich nicht schnell bin, weil ich nicht besonders klug bin, damit ich das Problem dieser Welt lösen kann, nein, ich kann einfach nichts und ich würde einfach in jeder Welt elendig krepieren und deswegen habe ich mir ausgesucht Selection von Kira Cass. Da bin ich einfach nur eine Prinzessin, wohne im Palast und muss ein bisschen mit dem Prinzen flirten und das kriege ich hin und wahrscheinlich sterbe ich dabei nicht. Ja. Dritte Frage, mit welchem Bösewicht hattest du Mitleid? Ich hatte total Mitleid mit Draco Malfoy in Harry Potter. Hier, das ist der Halbblutprinz, da hat er mir super, super doll leid. Und auch im letzten Teil, die Heiligtümer des Todes, tat er mir so leid. Und Draco ist einfach so, ich weiß nicht, ich finde, er ist so wie Harry, nur auf der anderen Seite. Das sind beides so arme Jungs, die überhaupt nichts für ihr Schicksal können und einfach in so eine Rolle gedrängt werden, die sie dann erfüllen müssen. Und es tut mir so leid. Und Draco ist wirklich so ein Charakter. Er mag zwar echt nicht so nett gewesen sein die ganzen Jahre über, aber ach, er ist doch nur ein Junge. Er ist doch noch ein Kind und der tut mir so leid und ich kann seine Mutter so gut verstehen, dass sie solche Angst um ihn hat und ja. Vierte Frage, welche Kreatur wärst du gerne? Da kommt wieder City of Bones. Ich wäre gerne ein Schattenjäger. Wenn ich etwas sein könnte, werde ich ein Schattenjäger sein. Auch wenn ich vielleicht draufgehen würde. Ziemlich wahrscheinlich. Aber ich möchte gerne ein Schattenjäger sein, weil die cool sind und ich liebe City of Bones und ich liebe Schattenjäger, ja. Ich muss das Buch gar nicht weglegen, denn die fünfte Frage ist, welches Buch empfiehlst du am meisten? Ja, lesen! Unbedingt! City of Bones von Cassandra Clare. City of Bones von Cassandra Clare. City of Bones von Cassandra Clare. Nummer 6. Welchen Buchcharakter mochtest du als Kind am liebsten? Ich weiß gar nicht, kennt ihr diese Conny-Bücher? Das sind so also Pixie-Bücher und da gibt es Geschichten von Conny. Und Conny fand ich super cool. Das war so ein kleines Mädchen und mit der hat man so alles erlebt. Conny kommt in den Kindergarten, Conny kommt in die Schule, Conny geht zum Arzt, Conny lernt tanzen und sowas. Und die Bücher fand ich früher einfach total toll und Conny ist eine ganz tolle. Siebte Frage, welcher Buchcharakter könnte dein bester Freund werden? Und ich habe mich entschieden für Charlie aus The Perks of Being a Wallflower. Charlie ist so ein toller Charakter, der ist so toll, so, so, so toll und ich liebe ihn so sehr. Und ich hätte ihn sehr gerne als besten Freund, weil er ganz toll ist. Und dann möchte ich ihn umarmen, weil er niedlich ist und weil er einfach Charlie ist. Nummer 8. Welchen Buchcharakter konntest du absolut nicht leiden? Bella Swan. Oh, Bella Swan ist eine der furchtbarsten Buchcharaktere, die es gibt. Also die Frau, die kann ich sowas von überhaupt gar nicht leiden. Ich hätte fast Anna von Shades of Grey genommen. Also die wollte ich zuerst nehmen, weil dann dachte ich, nee, Anna ist ja genau das gleiche wie Bella. Anna ist sogar nur so ein Spiegelbild von Bella. Und deswegen muss ich das hier nehmen. Oh, es ist furchtbar. Ich hasse Bella. Die ist ganz, ganz furchtbar und macht nichts und muss ich immer retten lassen und ach, nee, die Frau geht gar nicht. Welches Buch liest dich am meisten verzweifeln? Ich habe dieses Verzweifeln jetzt in zwei Kategorien eingeteilt und zwar einmal schlechtes Verzweifeln und einmal gutes Verzweifeln. Ich weiß nicht, versteht ihr das? Das schlechte Verzweifeln steht dafür, dass ich das Buch wirklich, dass ich mich so kämpfen musste und dass es so war. Und das war Zweilicht von Nina Blason, leider.
es tut mir immer noch leid, wenn ich das bei so schlechten Sachen in die Kamera halten muss, weil Nina Blason toll ist. Aber mit diesem Buch kam ich gar nicht klar. Ich habe nichts verstanden. Nichts. Nichts, nichts, nichts. Und es war so unlogisch. Und ich kam... Diese Geschichte ist so komisch. Und ich war so verwirrt und ich war so traurig zwischendurch, weil ich nichts verstanden habe. Und es hat mich wirklich irgendwann zur Verzweiflung gebracht. Leider. Und dann gibt es noch das Buch, was mich positiv verzweifeln lassen hat. Und zwar ist das Clockwork Princess von Cassandra Clare. Der dritte Teil von den Infernal Devices. Und dieses Buch ist so genial. Es ist so absolut genial. Und es hat mich in dem Sinne verzweifeln lassen, dass ich alle 50 Seiten geheult habe. Und dass ich mich kaum noch eingekriegt habe. Und dass ich beim Lesen dieses Buches, ich glaube, knapp an einem Nervenzusammenbruch vorbeigeflittert bin, aber einfach, weil es so genial war. Aber trotzdem, ich war einfach verzweifelt, weil dieses Buch so perfekt ist und weil es einen so mitreißt und eine wahre Gefühlsachterbahn ist und krass, krass, ganz, 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 ganz krass und ein wunderbares Buch, das beste Buch, was ich bisher je gelesen habe, würde ich fast behaupten. Ja, ja. Nenne je ein Buch, das dich nachdenklich machte, dir Angst machte und dich glücklich machte. Ich habe jetzt ein Buch für den Punkt, was mich traurig und was mir Angst machte, oder? Nachdenklich und Angst. Es ist, was mich nachdenklich machte und mir Angst machte. Und zwar ist das Erebos von Ursula Poznanski. Das hat mich wirklich so ein bisschen erschrocken, einfach, dass so ein Computerspiel quasi so die Macht übernimmt. Und wenn sowas wirklich passiert, sowas könnte ja wirklich passieren, ob es wirklich so ausartet. Und das fand ich ganz schön krass. Also ja, das hat mich nachdenklich gemacht und mir auch ein bisschen Angst gemacht. Und ein Buch, was mich glücklich macht, habe ich jetzt gar nicht rausgesucht, weil ich weiß es nicht. Es gibt keins, wo ich einfach nur denke, ja, das Buch hat mich so glücklich gemacht. Alles macht mich irgendwie glücklich. Harry Potter auch mit seinen ganzen schlimmen Momenten. City of macht mich glücklich. Es macht, so viel macht mich glücklich. Und deswegen, ich weiß nicht, das kann man nicht einfach so pauschal sagen, weil diese Bücher auch ganz viel anderes noch mit mir gemacht haben. Sie haben mich nicht nur glücklich gemacht. Ja, so, die letzte Frage. Welches Buch würdest du retten, wenn dein Bücherregal brennt und du kannst nur ein einziges herausholen? Da habe ich kein normales Buch genommen, sondern da habe ich mir ja jetzt in diesem Fall zwei Bücher. Ich glaube, das kann ich jetzt so nicht entscheiden, welches ich als erstes rausreißen würde. Ich weiß nicht, die sind mir beide sehr, sehr wichtig. Und zwar sind es beides Fotoalben. Und zwar ist das hier ein Fotoalbum, das habe ich von meiner Mama zum 18. bekommen. Und das hier ist ein Fotoalbum, das habe ich von zwei meiner besten Freundinnen zum Geburtstag bekommen. Also auch zum 18. Und die sind mir halt total wichtig. Und ich glaube, ich kann euch wohl mal ins Bild zeigen. Da bin ich! Da bin ich! Nochmal! Und jetzt kann ich euch vielleicht noch ein paar Bilder zeigen aus dem Fotoalbum von meinen Freundinnen. Das war auf so einer Party, da haben wir uns selber diesen Hintergrund gebastelt, von wegen so eine Wand. Wir haben solche Sachen ausgedruckt. Dieses Foto ist jetzt auch total doof, ich nehme das auf der anderen Seite. Da haben wir uns selber solche Sachen ausgedruckt, solche Logos, und die haben wir dann an die Wand geheftet und ja, haben so eine Fotowand gemacht, wie auf dem roten Teppich. Ich weiß nicht, ich möchte jetzt nicht so viele Bilder zeigen, weil ich nicht weiß, ob die Personen, die auf den Bildern drauf sind, das auch möchten. Ich zeige euch mal was relativ unspektakuläres, wenn ich was finde. Das hier ist alles so, ich weiß es nicht, ich möchte auch nicht meinen Ruf hier zerstören mit den Bildern, die hier so sind. So, das ist doch schön. Das sind Bilder von den beiden Freundinnen, die mir dieses Fotoalbum gemacht haben. Und ja, das sind sehr glückliche, schöne Sommerbilder von uns und die finde ich ganz, ganz klasse. Und das Bild, das ist gerade runtergefallen, das ist von der Party, auch von uns dreien. Eins von diesen beiden Büchern würde ich auf jeden Fall retten. Ich denke, das von der Familie, weil da sind auch Bilder von meinen Freunden noch mit dabei. Das hat meine Mama alles sehr schön random gemacht. Und ja, das war auch schon der Tag. Ich tagge heute mal niemanden. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen. Ciao.